Schlepper war ja damit ausmisten. Ja, ist halt so. Wenn die Kühe im Stall sind, dann fällt halt Mist an. Und wenn die jetzt halt ausmisten, 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 bis sie draußen wieder sind, dann fällt dann kein Mist an, weil dann machen sie ihr Geschäft auf der Wiese. So, ja. Aber das ist nicht schlimm, weil dieses Jahr ist ja die Situation ähnlich wie im letzten Jahr, dass mit Mineraldünger alles ein bisschen schwierig ist. Ne? Also wir sind froh, dass wir unsere organischen Dünger nehmen können, je nachdem noch Gärrestoffe, weil wir ja Vertrag mit der Biogasanlage haben, weil wir ja auf Mais hinliefern und demzufolge kriegen wir dann auch Gärreste wieder zurück. So, ja, aber so sieht jetzt der Plan aus, also wir fahren weiter Mist und jetzt mit dem 6630. Ja. Zum Thema Glas wollte ich eigentlich auch noch was sagen. Also wir hatten ja jetzt die Tage immer so minus 2 Grad, aber so ab, naja, ab Mittag, 14 Uhr, sag ich mal Nachmittag, da ging es dann wieder im Plusbereich. Und es war halt auch nicht so frostig wie vor ein paar Wochen da mit minus 12 Grad oder stellenweise sogar noch ein bisschen kälter. Demzufolge ist doch Glas auch angesprungen. Was man jetzt dazu sagen muss, warum der jetzt nicht angesprungen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Man kann vielleicht ein bisschen das ableiten, weil wir Übergangsdiesel noch drin hatten. Also um das jetzt mal zu erklären, Übergangsdiesel entsteht ja dann, wenn noch Sommerdiesel im Tank ist und wenn man den Winterdiesel dazu tankt. Ja, wir fahren ja nicht die Karre denn sinnlos leer. Da gibt es auch so ein Mittel, aber wenn man da jetzt so Erfahrungswerte hört von anderen Leuten, die das machen, sind sie eigentlich relativ unzufrieden. So ein Winterfrostschutz, keine Ahnung, was das ist, Spiritus oder... Ich weiß es nicht. Was sie da noch mit dem Tank mischen, ja, da ist ja die Sicherheit auch nicht immer so gegeben, dass da der Trecker das mitmacht. Also, dass der Diesel da nicht ein bisschen wie Gelee wird. So, also, wird es wahrscheinlich daran gelegen haben, dass das so viel Sommerdiesel noch im System war. Allerdings muss man auch sagen, dass die Trecker ähnliche Spritverhältnisse hatten, also auch Übergangsdiesel. Da war noch nicht rein Winterdiesel drin und die sind aber angesprungen. Ja, da kann man schon mal jetzt vergleichen, dass der Glas trotzdem irgendwie die Kälte nicht ganz so gut wegsteckt. Beim Vorgänger war das auch so, den mussten wir bei uns da in eine Werkstatt fahren und den konnte man da auch vernünftig mit dem arbeiten. Ist ja jetzt aber eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Wer nicht die Möglichkeit hat, der steht dann dumm da. Ja, dann waren einige Kommentare noch. Jemand hat geschrieben, Wasser im System, also Wasser im Kraftstofffilter. Haben wir nicht abgelassen, haben wir auch nicht geguckt. Man muss ja auch dazu sagen, dass wenn da Wasser im System ist, der Glas das elektronisch ja anzeigt, ist ja ein Stecker dran, also müsste der ja schon mal meckern, wenn da Wasser im System sein sollte. Und wenn das eingefroren ist, ja keine Ahnung. Also möglich ist alles. Ich will da jetzt nicht hier Glühirn spielen, auf keinen Fall. Aber ich glaube nicht, dass das daran gelegen hat, dass Wasser im System war. Wir werden noch mal was ablassen. Die Frage ist nur, macht das Sinn, halt aufzumachen? Freilich, macht immer Sinn, mal zu gucken, ob denn das auch alles so funktioniert, ob Elektronik halt auch sagt, ja, ist was drin oder es ist was drin und Elektronik sagt trotzdem, nee, ist halt blöd. So, aber nichtsdestotrotz verteufelst du den Trecker jetzt nicht. Der Glas, der macht seine Arbeit, der ist trotzdem gut. Wir freuen uns, dass wir den haben, dass wir da schön mit arbeiten können. Und so viel erstmal dazu. Ja, also das wollte ich jetzt erstmal noch sagen. Und ja, also wir wollten das frostige Wetter eigentlich ausnutzen, weil ja in den frühen Morgenstunden ist es ja, da sind wir bei minus 1, minus 2 Grad. Heute ist es allerdings schon so über einen Nullpunkt, also wir kommen nicht richtig im Minusbereich rein. Ist jetzt problematisch bei uns, wenn wir jetzt Mist fahren, dass wir da ein paar Spuren machen. Ne? Wir haben jetzt unsere Berge da so ein bisschen aufgeteilt, dass man da jetzt nicht quer über den Acker kutschen muss. Allerdings kann ich jetzt nicht immer abkippen, drehen und dann will er auf der Straße zurückfahren, weil das wird dann einfach zu gnädig und ich fahre dann alles dreckig. Also muss ich zwangsweise den Acker zurückfahren. Aber ich mache das dann so, ja, dass ich dann gleich den nächsten Ausfahrt da nutzen kann und dann nicht noch quer über das ganze Feld kutschen muss. So, jetzt sind wir über unsere eine Wiese gefahren. Das nutzt natürlich immer jeder aus und wir fahren dann uns und Gunst lang. Gut, das ist jetzt auch keine gute Vorbildfunktion. Eigentlich sollte man das dann auch selber Sinn lassen, hier lang zu fahren. Aber um das jetzt alles zu vermeiden, ein paar Reiter machen da auch noch lang, ja, haben wir hier Draht gespannt, damit ja nicht jeder Außenstehender lang fahren kann. Wenn es noch einer vom Dorf ist, mag das noch gehen. Aber meist kommen hier irgendwelche mit den Hunden an und dann weißt du nicht mehr, wer es war. Und die Leute interessiert es endlich nicht. Ja. So, hier können wir jetzt eigentlich auflassen, weil ich muss hier gleich wieder zurück. Ne, ist Quatsch.
Wir fahren ja einen ganz anderen Weg. Ich komme ja hier nicht zurück. Habe ich ja gerade erklärt. Ne? Angekommen. Es ist, man sieht es. Also ohne Albert geht gar nichts. Und da, das ist grenzwertig. Gut, mit richtigen Ballonreifen wäre das auch noch was anderes. Richtig schöne breite Bereifung. Das haben wir aber nicht. Ja? Klar, Ziel ist da hinzukommen. Aber man muss erstmal das nehmen, was man hat. Weil ansonsten stürzt sich so in Kosten, wenn du dann wirklich alles das machen willst, wie es andere haben. Und wie es dann halt auch besser ist, na klar, freilich, man profitiert ja davon auch. Aber man kann nicht 100.000 Sachen sich einmal zulegen, nur weil, jetzt kommt es nämlich, wo noch einige das so denken, das muss man so machen. Vor allem sieht man das so öfters in den Kommentaren. So, den ersten gibt man ab, den anderen machen wir auch noch gleich dazu. Mit Gruppe D wird es nicht gehen. So, dann machen wir mal noch. Ja, es reicht, seht. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, ihr seht das natürlich. Hier, die Reifen sind voller Pek. Also da hängt schön der Dreck dran. Da kann ich jetzt natürlich nicht auf die Straße fahren. Das kriegt da ein bisschen Ärger. So, jetzt fahren wir hier zurück bis zu dem nächsten Mistberg. Ich hätte auch da hinten abkippen können, aber dann fahre ich hier natürlich noch mehr Spuren, weil die Hänger ja auch ein bisschen schwerer sind, wenn noch was drauf ist. So, genau. Das habt ihr ja aber hier schon gesehen, wie ich hier mit Glas abgekippt habe. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Problem, weil die SD-Karte leider nicht alle Aufnahmen so gefressen hat. Und jetzt ist irgendwie alles durcheinander gewürfelt. Also was habe ich gemacht, was habe ich gezeigt? Wir haben ausgemistet, wir hatten Silos geholt, Getreidesilos. Die haben wir noch abgeladen und wir, was hatte ich noch? Achso, ein Tränkefass habe ich geholt. Je nachdem, das sieht man ja erst beim Schneiden, da müssen wir mal gucken, welche Aufnahmen da jetzt noch gehen und welche nicht. Also das werdet ihr dann sehen. Ja? Wir bemühen uns, dass das irgendwie noch ein bisschen Sinn macht. Aber jetzt habt ihr schon mal gehört, ihr wisst auf jeden Fall, um was es geht. Und nicht wundern, wenn das ein bisschen abgehackt ist oder ja, ein bisschen zusammenhangslos. Aber das kam mir hier schon öfters vor. Von daher ist das jetzt auch kein Problem. So, jetzt haben wir hier einen nächsten Mistberg. Hier liegt eigentlich auch viel. Es müsste eigentlich mal zusammengeschoben werden. Ich traue mich bloß nicht richtig, weil was nützt das, wenn ich hier einen riesen Haufen schiebe, aber der ist nachher nicht befahrbar, weil ich hier komplett den ganzen Acker umwühle. Ne? Also erstmal noch abwarten. Frostiges Wetter fehlt da. Dann können wir das machen, ohne Probleme. So, das hätten wir jetzt erstmal noch vom Abkippen, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme.
So, es geht weiter mit Mistform. Und schwer zu erkennen, hinten dran, 2 HW60. Den neuen Aufbau nehmen wir erstmal noch nicht. Der wird erstmal noch geschont. Farbe ist auch noch nicht dran, das soll aber eigentlich noch alles passieren. Was aber dran ist, weil einige das auch in den Kommentaren geschrieben hatten, diese Fanghaken, also die Verriegelung von der Kippseite praktisch da, von der Klappe, die ist da auch denselben Tag noch dran gekommen. Also wir hatten das bloß nicht richtig gefilmt. Auf dem Thumbnail, das Bild, da erkennt man es, aber man kann ja schlecht auf dem Thumbnail ranzoomen. Ja. Also so viel erstmal zum Aufbau. Und wir haben jetzt eigentlich jeden Tag, außer gestern haben wir nicht ausgemistet, ansonsten nutzen wir jetzt immer den Frost noch ein bisschen aus, damit wir nicht so wirklich Spuren fahren auf dem Acker, weil es ja einfach gnädig ist nachher. Und jetzt ist es halt noch ein bisschen angefroren, man merkt aber, dass es halt so ein bisschen wärmer wird. So in den Nachmittagsstunden sind wir dann wohl im Plusbereich, wir haben gerade 2 Grad, aber der Boden ist halt immer noch feste. Das wird's mal aus und fahren jetzt immer noch so die Vormittagsstunden so bis um 2 Uhr und dann haben wir den Stall auch voll ausgemistet und wir machen dann halt immer noch eine Buchte pro Tag. Und dann schafft man das eigentlich ganz gut. Ja, und so viel zur Mistform. Ne, heute sind wir zu zweit unterwegs. Das letzte Mal war ich ja dann mehr oder weniger alleine. Und ja, so nutzen wir das mal noch mal ein bisschen aus jetzt zum Freitag. Ja. Super, das hat nicht funktioniert. Hydraulikschlauch ist rausgefallen. Ach, immer das lässt sich, das kotzt mich an. So, Versuch Nummer 2. An manchen Tagen, da krabbelt man 5-mal rein und raus, weil das jedes Mal nicht mehr so hält. Die Kupplungen sind auch nicht mehr die neuesten. So, wir machen jetzt allerdings einen neuen Berg. Da hinten haben wir schon einen und noch weiter hinten am Vorgewinde haben wir noch einen. Jetzt haben wir somit hier 3 Anlaufstellen, wo wir Mist aufladen können, damit wir hier nicht quer über den ganzen Acker fahren müssen. Das sind ja 19, noch was. Und sie kippen. Das ist ja Wahnsinn. Einmal Abkürzung durch den Busch. Da ist es schöne Fass. Es ist nicht klein, also es ist schön. Hat eine richtig schöne Größe und ja, wir fahren jetzt hier einmal durch den Wald, weil die Straße, wo ich eigentlich langfahren wollte, gesperrt ist. Ja, und das ist jetzt hier so eine kleine Abkürzung, da muss ich nicht ganz am großen Bogen fahren. Allerdings weiß ich auch immer nicht, wenn du hier lange nicht durchgefahren bist, dann liegt näher am Baum um. Ja, und du stellst dich davor, oder? Und dann kannst du dir erstmal, da vorne steht ein Reh, mal sehen, wie lange es noch stehen bleibt. Jetzt wechselt es doch. Kommt noch eins? Vielleicht. Ja, wenn hier was davor liegt, dann musst du natürlich dann erstmal wohl was suchen, wo du rückwärts haken kannst. Oder du musst halt die ganze Strecke wohl zurückhaken. Mit dem Hänger mag das noch hin, mit 2 wird es dann schon schwierig. Aber hier sieht es gut aus.
So richtig, oder was?